Zelt an Zelt reiht sich aneinander in diesem Flüchtlingslager im Libanon, nahe der Grenze zu Syrien. Auf engstem Raum leben hier hunderte Familien dicht an dicht beieinander. Camps wie dieses gibt es viele hier, ebenso wie Flüchtlinge, die vor dem Bürgerkrieg im Nachbarland hierher geflohen sind, um ihr Leben zu retten. Auf rund 4,5 Millionen Libanesen kommen etwa 1 Million syrische Flüchtlinge. Die meisten von ihnen leben in einem der Flüchtlingscamps im Bekaa-Tal, wo auch wir von Humedica tätig sind. Also in diesem Camp hier leben ungefähr 250 Vertriebene. Die meisten sind hier schon seit über 4 Jahren oder sogar seit Beginn der Krise. Die Familien, die hier leben, müssen das Land, auf dem sie ihre Zelte hier aufbauen, privat anmieten und jährlich eine Miete an die Landbesitzer zahlen. Viele von ihnen, und darunter auch Kinder, arbeiten dann auf den Feldern saisonal und das oft für einen sehr, sehr geringen Lohn. Also wir sprechen hier von 3-4 Dollar am Tag und das bei Lebenserhaltungskosten vergleichbar zu Deutschland. Insofern natürlich sind die Flüchtlinge hier auf die Hilfe von Organisationen und von der UN angewiesen. Wir von Humedica helfen den Menschen hier. Mit unserer mobilen Klinik reisen wir von Camp zu Camp und kümmern uns um die medizinische Versorgung derer, die sie nötig haben. Eine Hebamme bietet zudem Schwangerschaftsvorsorge an. Eine Psychosozialarbeiterin will den Menschen helfen, das Erlebte zu verarbeiten. Der erste Schritt hier, wie man sieht, ist die Patientenregistrierung. Hier ist gerade unser Field Officer Eli. Er ist verantwortlich, dass er hier mal die Basisdaten von den Patienten aufnimmt. Auch die Kommunikation mit den Patienten und mit den Campbewohnern ist sehr wichtig. Und er ist auch eine tolle Anlaufstelle für jedwede Informationen, die benötigt werden. Viele der Menschen, die von uns medizinisch versorgt werden, sind Frauen und Kinder. Für sie wäre ärztliche Hilfe ohne das Engagement von Organisationen wie Humedica unerschwinglich. Deshalb übernehmen wir auch die Kosten von weiterführenden Behandlungen, etwa an den Zähnen oder Augen, aber auch Labortests. Ich finde es persönlich einfach auch sehr beeindruckend, wie ein so kleines Land wie der Libanon mit 4,5 Millionen Einwohnern um die 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge aufnimmt. Das noch dazu, weil genau dieselbe Anzahl an Libanesen auch unter der Armutsgrenze leben. Deswegen ist es für uns auch umso wichtiger und Teil der Arbeit, dass wir uns auch um Libanesen in Not kümmern. Jetzt gerade befinden wir uns in einem Pflegeheim hier in Sachle, in dem circa 70 Waisenkinder leben. Und mit unserer mobilen Klinik kommen wir hier einmal im Monat vorbei, untersuchen die Kinder und führen Hygiene-Workshops durch.